Tales of Cthulhu. Paint Girl von George Peter Ramsay. Oh, my little paint girl, you're so pretty. Oh, my little paint girl, show me your way. Oh, my little paint girl, why are you so dark? Oh, my little paint girl. Es ist eine dieser Städte, die nie schläft. Eine Stadt, die immer hungrig ist und ihre unvorsichtigen Bewohner verschlingt. Ich bin einer dieser Menschen, die hier leben. Wobei Mensch, nun, ja. Mein Name ist Aloysius Agamemnon. Für meine Freunde kurz Al, auch wenn ich nicht viele von diesen habe. Das Zimmer, in dem ich stehe, stinkt nach Erbrochenen und Pisse. Der Typ vor mir muss es echt krachen gelassen haben. Eingepisst und übergeben. Vielleicht sogar gleichzeitig. Bilder steigen in meinem Kopf auf, die ich lieber nicht hätte. Ich gehe in die Hocke und schließe die Augen des armen Teufels. Erstens, weil ich ihm ein bisschen Würde zurückgeben möchte. Aber der Hauptgrund ist wohl, dass mich dieses leblose Starren einfach verrückt macht. Und hier dürfte der aufmerksame Hörer hellhörig werden. Der Typ, der hier erzählt, ist scheinbar kein Cop. Und damit haben sie recht. Ansonsten würde er wohl auch nicht einen möglichen Tatort kontaminieren. Oder? Gratulation, Sie können sich was in Ihr Poesiealbum schreiben. Sie haben doch mehr Gehirnzellen als so manch anderer. Doch für einen Cop haben Sie wohl auch nicht das Ticket hier gelöst. Ich bin Fährmann. Nein, nicht so einer, der auf der Gondel steht und durch Venedig gondelt. Oder auf dem Styx die Toten rüber ins Totenreich bringt. Wobei, in gewisser Weise. Doch. Nur ohne Steg und ohne Gondel und weniger Boot, weniger Sense, nur ein Skalpell. Aber ich löse die Seelen von ihren Körpern. Doch bevor sie jetzt mit Worten wie Sensenmann oder noch schlimmer der Tod um sich werfen, ich bin nicht allein. Ich bin gut, aber ich bin nicht Superman. Knapp 1000 von uns über die ganze Welt verteilt, sogar in 2 Schichten, aber ohne Urlaub. Die durchschnittliche Bevölkerung ist nicht so nett zu uns. Meistens darf man sich Sachen wie "Verpiss dich, ich will noch nicht gehen" anhören. Doch das ist eigentlich das Freundlichste, was uns entgegengeworfen wird. Also, ich löse also die Verbindungen von Geist und Körper. Aber hier... Hier gibt es nichts zu lösen, denn hier ist nichts. Ich hebe mit meinem Kugelschreiber, den ich in die Nase des Typen bohre, den Kopf an und ich sehe nichts. Da ist einfach nichts, kein Glühen, einfach nur Dunkelheit. Das völlige Fehlen einer Seele. Wo bist du hin, mein Freund? Dein Zug ist hier. Es gibt hier keinen anderen Fährmann, das wüsste ich. Ich habe den Namen des Toten vor einer knappen halben Stunde mit der Rohrpost bekommen und da bin ich. In Schale geworfen und bereit zu sensen. Ich meinte, zu schneiden. Und jetzt ist der Typ leer. Ich ziehe den Kugelschreiber raus und streife ihn an der Kleidung des Toten ab und lasse ihn dann wieder in meinen Mantel gleiten. Ich erhebe mich und kratze mich gedankenverloren am Kopf. Gehe danach zum Fenster und blicke hinaus. Es regnet. Es
es regnet immer in finsterer Stadt. Ich könnte jetzt erklären, warum, aber ich möchte sie mir nicht mit unnötigem Wissen langweilen. Draußen sehe ich ein paar Kriecher. Kriecher sind Menschen, die nicht nur Wohnungen, sondern auch ihren Lebenswillen und Sinn verloren haben. Sie machen sich gerade über ein paar Touristen her, die sogleich Reis ausnehmen. Besser so. Aber auch selbst schuld. In Fensterstadt macht man keinen Urlaub. Verdammt, man sollte nicht mal hier wohnen. Doch trotz, dass jeden Tag um die 90 Morde begangen werden, von den normalen Todesursachen, Unfällen, Alter und so weiter nicht mitgerechnet, explodiert die Bevölkerung von Fensterstadt. Es gibt halt immer noch genug Träume und Wahnsinnige, die ihr Glück suchen und hierher Kinder mitschleppen. Oder beides. Ich muss mir also auf die Lippe beißen. Weil ich weiß, was jetzt kommt. Ich hab keinen Bock, verdammt. Warum passiert mir sowas immer? Aber ich habe keine andere Wahl. Ich werde wohl Gabriel kontaktieren müssen. Ich hole also meinen Com-Kristall. Ja, funktioniert so ähnlich wie ein Handy. Aus meiner Manteltasche. Und klingle Gabriel an. Als ich ein Geräusch höre. Es kommt aus dem Nebenraum. Ich schleiche mich also bis zur Tür und öffne sie vorsichtig. Auf dem Bett, festgekettet, liegt eine Frau. Ihre Haare schillern wie ein Regenbogen und sehen so aus, als würden sie auf den Untergrund verlaufen. Ihr bleicher Körper ist übersät von Striemen und Wunden. Ihre Knöchel sind festgebunden. Aufgescheuert. Getrocknetes Blut. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist hier geschehen? Der Kopf der Frau ruckt rum. Ihre Augen weiten sich. Panik. Sie hat einen Knebel in ihrem Mund. Ihre Haare lassen Farbtropfen wie Schweiß im Raum umher spritzen. Ganz ruhig, ich tue ihnen nichts. Erst jetzt wird mir klar, dass die Frau mich gar nicht sehen können dürfte. Und doch tut sie es. Ich gehe also vorsichtig näher und nehme ihr den Knebel aus dem Mund. Warten Sie, das haben wir gleich, okay? Aus genau diesem Mund kommt ein ohnmächtiges Stöhnen. Ganz ruhig. Was hat man mit ihnen gemacht? Und genau in diesem Moment wird ein kleiner Lichtstrahl in den Mund der Frau geworfen und ich sehe die Grausamkeit, die mir am liebsten erspart geblieben wäre. Man hat ihr die Zunge abgeschnitten. Das darf doch nicht. Ich versuche, Fassung zu bewahren. Was für ein kranker Bass. Nein, nein. Keine Schimpfwörter. Ich weiß, mich zu benehmen. Bastard! Oder auch nicht. Die Frau zuckt, sieht mich mit traurigen Augen an. Hören Sie zu. Ich werde Sie in ein Krankenhaus bringen. Haben Sie vielleicht einen Ausweis, irgendetwas, was den Typ im Hospital sagen könnte, dass man Ihre Verwandten ausfindig machen kann und sowas? Sie blickt mich scheu und unverständlich an. Sie spricht nicht unsere Sprache, oder? Egal, machen Sie jetzt erstmal los und dann... Sie müssen jetzt erstmal medizinisch versorgt werden. Sie haben keine Ahnung, wo Ihre Zunge ist, oder? Nein.
Frage mehr und nicht antworten. Scheiße. Ja. Los geht's, wir gehen erstmal los. Ich fahre mit ihr durch die finstere Stadt. Immer wieder blicke ich währenddessen auf den Beifahrersitz. Geronnenes Blut. So viel, dass es unmöglich nur von ihr stammen kann. Trotz des Horrors einer geschundenen Seele bin ich fasziniert von ihren Haaren, die in allen Farben des Regenbogens leuchten und glühen. Als ich mit ihr in meinen Armen aufsteige und der Regen auf ihren Kopf fällt, läuft diese durch ihre Haare und die Pfützen um uns herum schillern in allen Farben des bekannten Farbspektrums. Öl in Wasser. Die Tür des Krankenhauses geht auf. Ich brauche Hilfe. Sofort. Stunden später sitze ich immer noch im Wartebereich des Gebäudes. Warte darauf, dass mir irgendjemand was mitteilt oder dass zumindest eine Security oder ein aufgebrachtes Familienmitglied kommt und mich wegjagt. Doch weder das eine noch das andere passiert. Das, was passiert, ist, dass ich eine weitere Nachricht bekomme. Eine weitere Person, die ich betreuen soll. Und wie der Zufall so spielt, ist sie direkt in diesem Krankenhaus zu finden. Ich betrete also das Zimmer und blicke meinem Patienten direkt in die Augen. Ein bitteres Lächeln um meinen Mundwinkel. Ein kleiner Junge, hattest das ganze Leben noch vor dir? Vielleicht 12. Der kleine Wurm ist zusammengesunken auf seinem Bettchen. Ich hoffe, es ist schnell gegangen. Ich greife meine Manteltasche und hole mein Skalpell heraus. Und schnitt, schnitt, schnitt. Der Faden ist durchtrennt. Die Seele ist frei. Ein kleiner, blauer, leuchtender Schimmer schwebt gen Himmel. So sollte es sein. So sollte es immer sein. Der Junge ist erlöst. Nur seine tote Hülle bleibt zurück und ich. Skalpell in die Manteltasche und zurück in den Wartebereich. Mein Blick schweift nach links. Nichts. Mein Blick gleitet nach rechts. Genauso wenig. Kein Arzt, niemand, der mir sagen könnte, was mit der jungen Frau nun los ist. Nach einer knappen halben Stunde halte ich es nicht mehr aus und gehe nachfragen. Doch dort versucht man mich nur abzuwimmeln. Ich sollte es nicht, aber ich bin Fährmann und habe durch diesen Job so ein paar Fähigkeiten. Ich weiß, wo Menschen sind, wenn ich mich auf sie konzentriere. Ich öffne also mein unsichtbares drittes Auge und sehe ihre Präsenz 3 Stockwerke über mir. Ich springe also auf und mache mich auf den Weg. Dort angekommen, bleibe ich vor der dicken Eisentür stehen, hinter der ich ihre Präsenz spüre. Einem inneren Impuls jedoch folgend, öffne ich sie nicht sofort, sondern warte ab und lausche. Also, wir müssen die Haare abschneiden und sie dann beseitigen, hat der Boss gesagt, ne? Mal ganz ehrlich, Idioten. Ich weiß nicht, was an diesem Mädchen so besonders sein soll. Hast du dir schon mal angesehen? Sie ist gesegnet. Ihre Haare werden uns viel Zaster bringen. Hey, yo, was wollen Sie? Ein Operationssaal wie aus einem Albtraum. Blut, verdreckte Lappen und Laken, Knochensäge, Schlachtermesser. Gehen lassen. Sofort. Ungläubige Gesichter. Sie sind zu viert. Ich bin allein. 2 Zückenskalpelle
Oh, da kann ich mithalten. Ihr wollt also spielen? Finde ich gut. Will ich auch. Warte endlich! Knapp dein Leben. Ich komme jetzt die ganze Nacht. 15 Minuten. Länger dauert es nicht, bis die vier Männer zerfetzt vor mir liegen. Sie fragen sich, was mit mir los war oder woher die Kampferfahrung? Fährmänner haben durch ihre Berufung einen Hadesplitter implantiert bekommen. Dieser trübt zwar die Erinnerung an das Leben vor der Berufung, sorgt aber dafür, dass man mit einem Dämon verschmolzen ist. Und das ist für solche Momente, wie sie jetzt gerade waren, äußerst nützlich. Und ja, die meisten von uns sind ganz normale Menschen, doch mancher von uns hat eine Vergangenheit, auch wenn er sie gern vergessen würde. Ich öffne die Verschlüsse der Fesseln, nehme ihren Körper von der Trage und mache mich auf den Weg hinunter durch das finstere Treppenhaus. Dabei hoffe ich, keinen weiteren dieser Klonsoldaten zu begegnen. Sie fragen sich jetzt sowieso sicher, warum haben diese Typen alle gleich geklungen, oder? Ganz einfach. Man hat den besten Arzt der Welt genommen und ihn anstatt weiterer ausbilden zu lassen, hat man die Scheiße aus ihm herausgeklont. Alle Ärzte sind jetzt Dr. Jeff Morton, Top-Chirurg. Mit ihr im Auto angekommen, lege ich die immer noch Bewusstlose auf die Rückbank. Und das Überlegen beginnt. Wohin sollte ich nun fahren? Gabriel? Der schlägt mir den Sack ab, wenn ich mit einer Frau da auftauche, die offensichtlich das Opfer einer Gewalttat geworden ist. Ich entscheide mich also dagegen und beschließe, nach Hause zu fahren, in das kleine Drecksloch, was ich zu Hause nennen darf. Sanft lege ich sie auf die Couch und sie stöhnt auf. Schläft dann aber weiter. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Wer hat dir das angetan? Warum wollten die Mortons sie im Krankenhaus töten? Wer konnte davon wissen, dass ich die Frau ins Krankenhaus gebracht hatte? Ich meine, es klang ja so, als hätte man mich fast erwartet. Fragen über Fragen. Aber ich habe keine Antworten. Ich bin der Spielball von Mächten, die ich nicht verstehe. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich ihr helfen muss. Warum? Nennen Sie es einen inneren Drang nach Gerechtigkeit. Ich habe verdammt nochmal was dagegen, wenn man Menschen foltert und sie dann töten will. Ich blicke auf den Boden, der wohl einst mal hellbraun gewesen sein muss. Und jetzt grau. Dreckiges Gebäude, dreckiger Flur, unordentliche Wohnung. Ich glaube, ich werde Gabriel anrufen müssen. Ich hasse es, wenn ich Gabriel anrufen muss. Sie fragen sich, warum? Können Sie gleich selber beurteilen. Gabriel, ich bin's. Al, schön dich zu hören. Was gibt's? Er ist also gut drauf? Vielleicht habe ich ja Glück. Ich habe ein Problem. Problem? Das klingt aber nicht schön. Du weißt, ich mag keine Probleme. Ja, ich habe davon gehört, ja. Du erinnerst dich noch an den Typen in Apartment 14 von vor ein paar Stunden? Ja, was ist damit? Er hatte keine Seele mehr. Der Typ war leer, die Seele verschwunden und nein, ich habe sie nicht befreit. Das kann doch nicht sein. Bist du besoffen? Nein, bin ich nicht. Ich... Gut. Okay. Ich werde ein paar Leute drauf ansetzen. Okay, da gibt es aber noch was. Im Nebenraum war ein Mädchen. Ja, schön für das Mädchen. Sie wurde gefoltert. Passiert. Passiert jeden Tag. Wir leben hier in Finsterstadt. Da ist das halt so. Man hat ihr die Zunge rausgeschnitten, Gabriel. Ihre verschissene Zunge. Und man hat sie gefoltert, als wollte man was von ihr. Was weiß ich nicht, aber... Das ist keine alltägliche Scheiße. Das ist super Scheiße, verstehst du? Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht.
was mit der Frau passiert ist. Wir haben einen Job zu machen. Und das ist die Hauptsache. Mehr will ich gar nicht. Und da gibt es noch was. Was? Sie hat Regenbogenfarbenhaare. Ja, die Leute färben sich ihre Haare jeden verschissenen Tag. Was ist daran so ungewöhnlich? Sie waren nicht gefärbt. Sie sind von Natur aus so und sie leben. Sie scheinen aus lebendiger Farbe zu bestehen. Sie könnten den verschissenen Boden unter deinen Füßen wie einen Regenbogen aussehen lassen, wenn sie wollten. Ja, klingt außergewöhnlich. Ist mir aber immer noch egal. Bringen Sie ins Krankenhaus oder, so wie du von ihr sprichst, bringen Sie gleich zur Mülldeponie. Da gehören kaputte Gegenstände hin. Warum sollte es bei Menschen anders sein? Manchmal bist du echt ein Wichser, weißt du das? Hüte deine Zunge, sonst bist du der Nächste, der sie verliert. Verstanden? Ja, habe ich verstanden. Leck mich, Gabriel. Ich hätte ihn eindeutig nicht anrufen sollen. Aber ich reiße mich zusammen. Ich will die Frau ja nicht aufwecken. Sie hat, weiß Gott, genug durchgemacht und braucht jede Erholung, die sie bekommen kann. Mir fällt auf, dass sie friert. Manchmal bist du echt ein Idiot. Ich hole also eine Decke aus dem Schlafzimmer und lege sie über sie. Ihre Gesichtszüge entspannen sich. Sogar ein kleines Lächeln ist zu sehen. Alles gut. Du bist in Sicherheit. Abgespannt und nachdenklich setze ich mich in das Rundfenster im Wohnzimmer. Das einzige Fenster in der gesamten Wohnung. Und blicke hinaus in die Stadt. Die fast kollabierenden Regenrinnen. Das Wasser, was hinunterstürzt. In unendliche Häuserschluchten. Die Leute, die auf der Straße vor diesem Weltuntergang fliehen. Und die Lichter der Stadt, die niemals schläft. All das sehe ich und gleichzeitig ist es für mich unsichtbar. Ich starre ein in Regen und mein Verstand echot immer wieder dieselben Fragen in meinem finsteren Geist. Was soll ich tun? Wo soll ich hin? Sind wir hier sicher? Wenn ich sie nicht verstehen kann, wenn sie mich nicht verstehen kann, wie sollen wir dieses Rätsel lösen? Irgendwann werden meine Augen so schwer, dass ich einfach vom Fenster kippe und am Boden liegen bleibe. Aus. Ende. Finsternis. Im Traum kämpfe ich weiter gegen eine Horde Mortons, die egal wie viele ich von ihnen niedermähe, immer wieder kommen. Und als ich es dann doch irgendwann geschafft habe, werde ich von einem Meer aus Farben weggespült. Versinke darin, ertrinke darin, wache auf, schlafe ein und der Traum beginnt erneut. Am Ende gebe ich auf und bleibe wach und sehne den Morgen herbei. Ich hoffe, wenn sie wach wird, kann sie mir einige Fragen beantworten. Nein, kann sie nicht. Sie kann nicht sprechen, du Idiot. Aber vielleicht kann sie schreiben. Da schon mal drüber nachgedacht? Möglich. Und was, wenn nicht? Dann haben wir ein dickes, fettes Problem. So wie ich das sehe, hast du eh schon ein Problem, wenn du dich mit dir selbst unterhältst. Da hast du recht. Sag ich ja. Aber vielleicht
Ja, natürlich. Traxia. Traxia. Eine Gedankenleserin aus dem Nordend. Stadt bekannt und schuldet mir noch was. Okay, Mädchen. Wach bitte schnell auf. Wir haben einen Plan. Knapp 2 Stunden später rasen wir durch die dunkle Stadt. Sie fragen sich jetzt sicher, Moment, haben Sie den Morgen übersprungen? Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben Morgen. Nur in Finsterstadt ist Morgen und Nacht genau genommen das Gleiche. Ewige Dunkelheit ausgelöst durch... wodurch eigentlich? Damit müsste ich mich mal beschäftigen. Manche sagen, es war ein Zauber. Andere sagen, es war eine graue Katze. Aber erst der Fall, okay? Wir steigen aus. Das Mädchen hat nun eine alte Lederjacke und alte Jeans von mir an, die mit einem Gürtel an ihrem dürren Körper festgehalten wird. Gemeinsam gehen wir eine Treppe nach oben und klopfen. 3-mal. Madame Traxia wartet Sie. Danke. Ich habe noch einen Gast mitgebracht. Sehr wohl. Ich werde der Madame Bescheid geben. Folgen Sie mir. Die junge Frau führt uns durch einen langen, von Kerzen erhellten Gang, bis wir in einen Raum geführt werden, an dessen Wänden Kerzen brennen. Alles erinnert mich an einen viktorianischen Salon. Sie können sich gerne etwas aus der Hausbar nehmen. Ich hole nun die Madame. Ja, danke. Ich blicke mich um. Die Einrichtung dieses Raumes hat sicher 3-mal so viel gekostet wie meine komplette Wohnung, plus Auto und allem. Ich kündige an Madame Traxia vom Schwefelsee. Was verschafft mir die Ehre deines Besuchs? Oh, das ist eine lange Geschichte. Erzähl, wir haben die ganze Nacht Zeit. Aber, Krux? Ja, Herrin? Mach bitte die Fenster zu. Das hier könnte länger dauern. Also, Al, jetzt sind die Geister der Nacht draußen. Möchtest du gleich? Nein, diesmal nicht, Traxia. Schade. Ich hab Krux immer gesagt, dass du einer der Besseren bist. Jemand, der meine Magie zum Glühen bringen kann, wenn er sich anstrengt. Oh, ja, dies habt ihr, Herren. Doch meist erinnere ich mich nur an die Schweinereien am nächsten Morgen. Ich finde, das gehört jetzt nicht hierher, okay? Verstanden? Nun gut. Was von allen Gedanken, die dir gerade durch den Kopf schwirren, ist es, was dich beschäftigt? Also alles hat vor ein paar Stunden angefangen. Einer meiner Kunden, also, er hatte keine Seele mehr gehabt. Warum, wieso, keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen, aber vielleicht könnten wir... Ja, könnten wir später vielleicht schauen, okay? Was viel wichtiger ist, ist Folgendes. Das Mädchen hier... Ja, sehe ich. Und ist ziemlich still. Von den Haaren ganz zu schweigen. Ja, genau. Die Haare. Aber alles zu seiner Zeit. Also, sie war im Nebenraum. In der Wohnung deines Kunden. Genau. Und sie war ans Bett gefesselt und hat... Man hat sie gefoltert und... Man hat dir die Zunge herausgeschnitten. Ja, woher? Ja, du stotterst und lamentierst hier so viel rum. Ich habe es in deinen Gedanken gelesen. Du hast also meine... Mein ganzer Geist schreit es förmlich. Ich müsste tot sein, um es nicht mitzubekommen. Okay, okay, ich verstehe. Warum bist du... ihr hier? Weil ich einen Anhaltspunkt brauche, wer ihr das angetan hat. Wo das Mädchen herkommt. Ich glaube nämlich auch, dass sie nicht unsere Sprache spricht. Zumindest reagiert sie nicht wirklich, wenn ich mit ihr spreche. Also als... würde sie den Sinn meiner Worte verstehen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du möchtest also, dass ich in ihren Geist eintauche und dir die Informationen gebe, die du brauchst, ja, was willst du eigentlich? Was ich will? Gerechtigkeit. Und einen Ort, wo ich das Mädchen hinbringen kann. Vielleicht hat sie Familie, gehört einem Clan oder etwas Ähnlichem an, der sie schützen könnte. Vor den Mördern, die im Krankenhaus ihre Haare abschneiden wollten? Genau. Das klingt nach einem Ortekar-Ritual. Sehr zeitintensiv und kräftezehrend. Du schuldest mir noch was. Mag sein. Aber danach schuldest du mir etwas.
Wenn du verstehst, was ich meine. Was du willst, wenn du uns hilfst, okay? Das klingt doch wunderbar. Krux, bereite das Crowley-Zimmer vor. Und sag alle Termine ab. Auch die mit meinem Bruder. Aber der wird bestimmt sicher beschäftigt sein. Gibt doch immer Kranke und Gebrechliche, die... Ach, egal. Sehr wohl, Madam. In 5 Minuten sollte es fertig sein. Ich hoffe doch. Der Raum, in den uns Traxia 6 Minuten später führt, erinnert an einen schlechten Horrorfilm. Tierschädel, Menschenschädel, schwarze Kerzen, vergilbte wurmstichige Bücher, Staub und Flecken von getrocknetem Blut und anderen Dingen, von denen ich gar nichts wissen will. Ich sehe mich um und sehe vorhandene Spiegel überall. Paint legt sich auf die Couch, wie von Traxia gefordert. Diese setzt sich wiederum hinter ihr auf einen Stuhl und fasst mit ihren dünnen langen Fingern an die Schläfe des Mädchens. Wer bist du? Mein Name ist Aaron. Was bist du? Ich bin eine Tiere. Ich wurde entführt aus der Felder von... Aus ihrem Kokon. Du denkst... Was ist los? Was ist passiert? Da war jemand. Eine Präsenz. Sie hat mich aus dem Kopf des Mädchens gestoßen. Braucht ihr ein Kissen, Herren? Ein Getränk? Ich brauche vor allem Ruhe. Es ist besser, wenn ihr jetzt geht. Ich muss nachdenken. Klar, verstanden. Doch hast du irgendwas herausgefunden, bevor du gekickt wurdest? Ja. Dein Mädchen. Sie ist nicht egal, mein... Egal, was sie ist. Ihr Name ist Aaron und sie ist eine Eteri. Zumindest ein Name. Dann komm, Aaron. Wir wollen die Dame nicht weiter stören. Oh, und Al? Ja? Pass auf dich auf. Wer auch immer euer Feind ist, ist verdammt mächtig. Haben wir ein paar Antworten und sind dennoch kein Stück weitergekommen. Ich weiß nun, wie das Mädchen neben mir heißt. Und wir wissen nun, dass wir es mit einem sehr gefährlichen Feind zu tun haben, welcher sogar der mächtigen Madame Traxia ans Leder könnte, wenn er wollte. Die Liste der Menschen, die in derselben Liga spielen, ist kurz. Die Liste mit Menschen, die mir dann noch wohlgesonnen sind, ist quasi... nicht vorhanden. Wir fahren also ziellos durch die Stadt. Lichter wie Geister ziehen an uns vorbei, leuchten kurz auf und verblassen dann wieder. Laternen, Menschen, Häuser, Autos. Graue Schemen. Nicht mehr. Wohin jetzt? Wieder nach Hause? Nein. Also im Fall... kann mir doch nur einer helfen. Joe Behemoth. Paranormaler Ermittler und Barbesitzer. Ein ziemlich schräger Vogel, doch einer, der die anderen Vögel im Wald ganz genau kennt. Und ein Mann mit Stil. Also fahre ich durch die verlorenen Straßen der Stadt bis zu einem der äußeren Ausläufer. Dort, wo der Vergnügungsbereich beginnt.
Ich steuere also meinen alten, umgebauten Leichenwagen auf den Parkplatz des Lost Faith. Ich und Payne steigen aus. Überall Rocker, Metaller, Leute in schicken Anzügen. Joe zieht sie alle hierher. Der beste Schnaps, die besten Bands, im Lost Faith bekommt man alles, was man sich wünschen kann. Doch eins sollte man wissen. Macht man Ärger, ist man draußen. Da packt der Chef nämlich noch selbst an. Und zack, da liegt ein Betrunkener auch schon im Matsch. Auch wenn Joe nicht dafür gesorgt hat. Ach, Scheiße! Ich brauche noch ein Bier. Komm, Aaron. Wir müssen da rein. Gerne, bitte. Kommt, Jungs. Ich kenne deinen Ort. Da gibt's noch genug zu suchen. Und wie soll dieser Ort heißen? Zu Hause. Kommt, wir gehen weiter saufen. Geht's? Zug? Hä? Ja, Mann. Kein Danke, darf ich mal? Danke. Danke. Nee. Entschuldigung, habe ich mal kurz durch? Dankeschön. Weißt du, was ich gehört? Ja. Danke. Auch wenn wir besoffen sind. Nachdem wir uns durch die Armee der Betrunkenen und Müden gekämpft haben, erreichen wir endlich die Schlange zum Einlass. Ich sehe ganz genau in seinem Blick, der Türsteher hält sich für was Besseres. Und uns beiden, speziell mich, für den größten Abschaum auf diesem Planeten. Verpiss dich, du kommst hier nicht rein. Der Türsteher blickt uns mit finsterer Miene an. Du kommst hier nicht rein. Aber dein Mädel kann gerne rein, wenn es will. Payne schüttelt den Kopf. Tut mir leid, mein Freund. Uns beide gibt es hier nur im Doppelpack, verstanden? Du willst mir nicht. Ich snack Ärger. Der Typ versucht plötzlich noch grimmiger auszusehen. Fast könnte man es ihm abkaufen. Aber dann hören wir eine Stimme. Lass sie durch, Hank. Die gehören zu mir. Wie sie meinen Boss. Ihr könnt durch. Joe, lange nicht mehr gesehen. Dasselbe könnte ich auch von dir sagen. Aber bei deinem Beruf ist das wohl noch besser so. Hör ich da etwa Jobshaming heraus? Ist mir egal, was du daraus hörst. Sensenmann. Pardon, Fährmann ist auch ein seltsamer Beruf. Deswegen sehen mich die Menschen hier auch nur, wenn ich es will. Ich sehe euch die ganze Zeit. Erst letzten Mittwoch im Supermarkt hing einer über einer alten Dame und machte damit seinen Skalpell rum. War bestimmt Harry. Er hat sich mir vorgestellt. Hatte einen Schnauzer und eine Hornbrille. Und dumm geguckt hat er, als ich ihm direkt in die Augen gesehen habe. Ja, das war Harry. Hm? Ich mag es mit dir zu reden. Doch, spuck endlich aus. Warum bist du hier? Oh, das ist kompliziert. Schon gut. Also, Kurzfassung? Okay, also. Kunde hatte keine Seele mehr und im Nebenraum war diese junge Dame. Sie wurde gefoltert und... Ma'am, das tut mir außerordentlich leid für Sie. Ich hoffe, der Übeltäter schmort in der Hölle für seine finstere Tat und man hat ihnen nicht zu übel mitgespielt. Wer auch immer es war, hat ihr die Zunge rausgeschnitten. Grundgütiger! Wer war der Drecksack? Ich werde ihn wohl zum Duell fordern. Aber das ist noch nicht alles, oder? Oh nein, weiß Gott nicht. Also ich wollte sie ins Krankenhaus bringen, doch da hat man sie versucht zu töten. Bin dann zu Draxia. Oh, Draxia? Wie geht es der Guten? Ah, so wie immer. Sie hat es ja nie verwunden, dass ich mit ihr Schluss machen musste. Oh, ich glaube, sie ist jetzt darüber hinweg. Warum habt ihr eigentlich Schluss gemacht? Sie war manchmal einfach zu vor... Das gehört jetzt nicht her. Erzähl weiter. Okay, auf jeden Fall wollten wir mit dem Geist des Mädchens in Kontakt treten, doch... Doch? Wir haben zwar ihren Namen, Aaron, und dass sie eine Eteri ist, aber dann hat man Traxia aus ihrem Geist geschmissen. Moment. Aus ihrem Geist geschmissen? Traxia? Das klingt nicht gut. Das muss ein verdammt mächtiges Wesen sein. Draxia ist ja nicht irgendeine der hergelaufene Wahrsagerin vom Jahrmarkt. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Und dann hast du dir so gedacht, geh doch mal zum alten Joe und schau, ob er dir weiterhelfen kann. Richtig? Um ehrlich zu sein, ja. Sie sind also eine Eteri. Ich bin entzückt. Von ihrer Sorte gibt es ja nicht allzu viele in Finsterstadt. Genauer gesagt, sind sie die erste, die ich je in einer Stadt getroffen habe.
Du sprichst aus, was ich denke, Joe. Ja, aber wo sind meine Manieren? Sie möchten sicher erst einmal ein Bad nehmen. Ich muss Ihnen nämlich gestehen, Sie riechen etwas streng, wenn ich alles sein darf. Oh, tut sie das? Ach, stimmt ja. Fährmänner und ihre Berufsgeruchsblindheit. Richtig. Naja, entschuldigt mich kurz. Gar kein Problem. Kommen Sie, Miss. Ich zeige Ihnen das Badezimmer. Al hier. Al. Gut, dass ich dich erreiche. Jazz, schon lange nicht mehr gehört. Was gibt's? Ich werde verfolgt. Seit meinem letzten Auftrag. Wer? Keine Ahnung. Er scheint immer außerhalb meines Sichtfeldes zu sein. Aber ich weiß, dass er da ist. Können wir uns treffen? Ich also... Komm schon. Ich flehe dich an. Ich werde langsam verrückt. Standort auf dein Kommen. Warte kurz, okay? Joe? Ja? Kann ich sie kurz hier lassen? Da sie gleich in die Wanne steigen wird. Klar. Und bevor du jetzt denkst, ich würde irgendetwas versuchen... Ich bin kein Lüstling, der die Not einer jungen Dame ausnutzen will. Bei anderen würde ich sagen, dass dies eine leere Phrase ist, aber bei dir glaube ich es. Ich sage ihr nur kurz Bescheid, klar. Okay? Aber beeil dich. Sie war gerade dabei, die Jacke abzulegen. Danke für den Hinweis. Jess? Ja? Bin gleich da. Aaron? Hm? Ich muss noch mal kurz weg. Du musst dir keine Sorgen machen, ich bin sicher gleich wieder da. Noch bevor du trocken bist, versprochen, okay? Ich nicke also kurz und renne auf den Parkplatz, springe in meinen Wagen und fahre los. In genau diesem Moment kommen die Daten auf mein Com von Jazz. Evergreen District. Wer ist denn da in der richtig reichen Gegend gestorben? Dort angekommen, sehe ich es wieder. Und egal, wie oft ich es sehe, Bäume in Finsterstadt haben immer etwas Fremdes. Erstreckt sich doch die ganze Stadt über einen Umkreis von 200 Kilometern. Und wenn man es richtig anstellt, oder auch nicht, könnte man ein ganzes Leben in dieser Metropole verbringen, ohne je einen Flecken natürlichen Waldes oder Wiese zu erspähen. Von Tieren ganz zu schweigen. Ich biege also in die Gasse, zu der mich das Com dirigiert, und da steht er. Ein Mann wie ein Berg und dennoch so bleich wie ein Leichentuch. Also, was ist los? Da ist immer wieder dieser Schatten. Geräusche. Keine Ahnung. Das klingt mehr als merkwürdig, Chess. Ganz ehrlich. Vielleicht sollten wir zusammen zu Joe gehen und... In diesem Moment taucht eine Person aus dem Dunkeln auf. Dünn, hager, in einem vom Regen dunkel gefärbten Trenchcoat. Sieh an. Wen haben wir denn da? Zwei graue Katzen, die sich vor dem Morgen fürchten. Wer sind sie? Die Frau verschwindet für einen kurzen Augenblick und scheint sich in Luft aufzulösen. Dann, in einem Bruchteil einer Sekunde, steht sie neben Jess. Oh, wer ich bin? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Wenn du einen deiner Vorgänger triffst, sag ihnen nun, schick dich. Keine Sorge. Ich bringe es gleich zu Ende. Ich will mich nur erst einmal um deinen Freund hier kümmern. Na, mein Püppchen? Ganz alleine hier? Hat dir deine Mama nicht gesagt, dass man nachts nicht mehr rausgehen sollte? Ich wollte nur mal fragen, wer sind sie? Damit ich weiß, wenn ich gleich aus dem Leben schubse. Victoria Moon. Zu ihren Diensten. Die Frau verbeugt sich vor mir und kommt dann langsam auf mich zu. Komm her, kleiner Fährmann. Ich möchte dir ein ewiges Grinsen aufs Gesicht zaubern. Da habe ich was dagegen. Da hast du keine andere Wahl. Wir umkreisen uns wie zwei Gladiatoren im alten Rom. Lauern, warten. Zack, Ausfallschritt. Zuschlagen, ausweichen, aufmerksam bleiben. Du bist nicht schlecht. Na, warte. Zumindest besser als die letzten vier. Du warst das also. Du warst im Kopf von Aaron. Hast Trax hier rausgeschmissen. Was willst du von uns? No. Du weißt, wo das Mädchen ist. Interessant. Ein Grund mehr, dich zu töten. Oh. Stirb, du Wurm.
Frau wirbelt wie ein irre gewordener Derwisch umher und versucht mir das Messer in meine Brust zu rammen. Ich weiche das erste Mal aus, doch da kommt sie schon wieder und erwischt meinen Trenchcoat, welcher in zwei Teile geteilt wird. Der blutüberströmte Jazz stürzt sich auf die Frau und begräbt sie unter seinem massigen Körper. Damit hast du nicht gerechnet, du Hexe, was? Du stinkendes Stück Fleisch! Ich mach dich nun extra langsam kalt. Und wenn ich hier rauskomme, wirst du auch noch dran kommen, Welpe! Die Frau holt etwas, was aussieht wie eine Fernbedienung aus ihrem Mantel und drückt einen Knopf. Ein Peilsender. Sie hat also Helfer. Und diese werden wohl bald hier sein. Al. Mein Name ist Al. Und du wirst sie niemals bekommen. Du Miststück. Danke. Jetzt weiß ich, welchen Namen ich auf deinen Grabstein schreiben muss. Und wenn du jetzt zu deinem Mädchen gehen willst, kommst du zu spät. Du kannst sie nicht beschützen. Meine Männer sind sicher schon bei ihr. In Finsterstadt ist jeder für sich allein. Hörst du? Jeder. Das werden wir sehen. Ich renne die letzten Meter zu meinem Auto und fahre los. Noch sind nicht so viele Menschen auf den Straßen, also komme ich gut durch. Ich muss mich beeilen, bevor die Leute von Mumbai, Aaron und Joe sind. Schon von Weitem kann ich die dicken Rauchschwaden sehen, die über den Lost Faith hängen. Verdammt, ich komme zu spät. Ich steige aus und dränge mich durch den Pulk von Flüchtenden und Gaffern. Verdammtes Feuer überall. Joe! Aaron! Wo seid ihr? Ich nehme mir ein Stück Stoff und tränke es mit Wasser. Schütte mir dann den Rest über die Haare und Kleidung. Los geht's. Sofort merke ich, wie die gierige Feuersbrunst mir an Kleidung, Haaren und Fleisch zu lecken beginnt. Aaron! Joe! Der Qualm tut meinen Augen weh. Einem Gefühl folgend gehe ich zu dem Bad, wo ich Aaron zuletzt gesehen habe. Die lodernde, halb zu Asche verbrannte Tür bricht unter meinen Tritten zusammen. Dort, in der hintersten Ecke neben dem Waschbecken, sitzt zusammengekauert Aaron. Und neben ihr Joe, bewusstlos. Ich bin gleich bei euch. Ich versuche zu ihnen durchzukommen und bemerke erst jetzt, dass die beiden von einem blauen Leuchten umgeben sind. Das Feuer erreicht sie nicht. Sie werden von einer Energieglocke geschützt, die von Aaron ausgeht. Trotz dieses Schutzes sieht Aaron verängstigt aus. Als sie mich sieht, keimt Hoffnung in ihrem Blick auf. Ich hol euch gleich hier raus. Keine Sorge. Kommt. Ich stütze den halb bewusstlosen Joe mit meiner linken Schulter ab und nehme Aaron an die Hand. Gemeinsam flüchten wir drei so Meter um Meter aus dem brennenden Inferno aus Flammen und Asche. Wir müssen nach hinten noch. Schnell! Draußen angekommen, lege ich Joe auf den Boden. Aarons Schutzschild, wenn man es so nennen möchte, erlischt. Nun lasse ich mich auch erschöpft auf den Boden sinken. Verdammt, was ist passiert? Medis laufen zu uns, rufen nach einem Rettungswagen und beginnen Joe auf eine Trage zu bugsieren. Man versucht zwar auch mich und Aaron zu versorgen, doch wir winken ab. Kurz bevor wir den Krankenwagen erreichen, öffnet Joe noch einmal seine Augen. Hey, Al. Ganz ruhig, Joe. Schon dich, okay? Die Typen, die wollten deine kleine Freundin. Ja, ich weiß. Beim Kampf mit ihnen hat sich das Feuer entzündet. Aber ich habe das Mädel geschützt und gerettet. Oder? Ja, hast du. Und nun wird einfach erstmal gesund. Verstanden? Alles klar, Mama. Ihr könnt mich jetzt abtransportieren. Mit diesen Worten verschwindet er ins Innere des Krankenwagens. Ein wahrer Held. Diese Sache wird schlimmer und schlimmer und jeden, den ich mit hineinziehe, leidet am Ende. Die Liste wird kürzer. Und ich werde sie nicht noch kürzer machen. Damit
müssen wir beide jetzt alleine durch, Aaron. Dann lass uns wieder nach Hause gehen. Dort können wir... Tja, was eigentlich? Auf den Tod warten. Auf einen Geistesblitz. Killerkommandos. Ja, was ist los? Al, gut, dass du nicht tot bist. Was gibt's? Ich habe gerade wichtigere Probleme, denke ich. Also, wenn du mich anschreien willst, dann... Ich dachte nie, dass ich das sagen würde, aber ich bin froh, dich zu sprechen. Muss ich wenigstens nicht noch einen mehr ausbilden. Moment, wie meinst du das? Ich telefoniere gerade seit einer knappen halben Stunde alle an. Und? Es geht einfach keiner mehr ran. 12 Fährmänner. Jede Leitung einfach tot. Ja, als ob sie tot wären. Ja, genau. Was läuft hier für eine verdammte Scheiße? Klar, ab und zu geht einer von uns drauf, aber gleich 15? Da steckt doch Methode dahinter. Ich habe auf jeden Fall jetzt beschlossen, alle Fährmänner in die Festung zu holen. Ihr könnt mir planen, wie es weitergeht. Und was wir als nächstes machen. Außerdem wird wohl niemand so wahnsinnig sein und uns hier angreifen. Aber wenn wir das tun, sind wir alle an einem Punkt versammelt. Vorher musste man uns über die gesamte Stadt suchen und auch noch finden. In der Festung sind wir auf dem Präsentierteller und man muss uns nur noch einen gezielten Schlag versetzen und wir sind alle Geschichte. Das klingt für mich wie ein gewaltiger Fehler, Gabe. Red keinen Quatsch. Außerdem, der Befehl ist schon länger raus. Und die Ersten treffen gerade ein. Ich erwarte dich in einer Stunde. Beeil dich! Sobald der Letzte von uns drin ist, werden die Tore verschlossen und eine Schutzglocke über die Festung gelegt. Hier kommt keiner rein. Ja, oder keiner raus. Ein verdammtes Desaster. Aaron, schnall dich an. Ich trete das Gaspedal durch und fahre so schnell wir können zur Festung. Die Festung steht in den sogenannten Lost Fields. Der Name kommt davon, dass Finsterstadt vor ein paar Jahren von einem Erdbeben erschüttert wurde und dieser Teil der Stadt zu den weniger lukrativen Orten zählte, für einen Wiederaufbau. Einige Organisationen wie die Fährmänner nutzten die Gunst der Stunde und bauten hier also ihre Hauptquartiere. Niemand kommt hierher, wenn er nicht muss. Denn hier gibt es nichts. An der Festung angekommen, durchleuchtet uns ein Scanner. Das Tor geht hoch, argwöhnische Soldaten beugen mich und Aaron, das Übliche also. Wir parken das Auto, steigen aus. Am Eingang kann ich Gabriel sehen, wie er sich mit einer Frau unterhält. Dann sehen wir uns gleich, Emeralda. Natürlich, Gabriel. Ich hoffe, im Versammlungssaal gibt es gar Nähe. Das heißt Gabriel, Emeralda! Aber nun gut. Und wieder einer mehr. Al? Gut. Gut, dass du da bist. Ja, Gabriel. Wie ich sehe, hat es Emeralda auch noch geschafft. Ja. 5 Minuten vor dir ist sie hier gewesen. Und mit ihr zusammen bist du der Letzte. Na, das klingt ja super. Und was hast du aufgefahren, um uns zu beschützen? Golems. Wachen am Tor. Schutzzauber und die hohen Mauern. Plus 2 Schwebegeschütze. Ja, ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. In diesem Moment erzittert die komplette Festung. Was ist das? Wer wagt es? Das ist ein guter Freund, gilt es herauszufinden. Thank you.
Da kommt ein Feuerball! Ein gigantisches, brennendes, glühendes Gebilde schlägt den Burghof ein, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, wo ich und Gabriel gerade noch gestanden haben. Das kann doch nicht! Terminus! Eure Lordschaft! Was ist da oben los? Da hat jemand ein Katapult aufgestellt. Circa 3 Mann Besatzung. Vernichte ihn! Schick die Golems, oder? Lass die Schwebegeschütze sie in Fetzen reißen! Ei, eure Lordschaft! Aktiviere Beteiligungsprotokoll Alpha. Centurions, vernichtet das Ziel. Verstanden. Die Schwebegeschütze fliegen in den Nachthimmel und eröffnen das Feuer. Und? Terminus! Was ist los? Was passiert da oben? Die Geschütze, sie nähern sich dem Katapult. Die Besatzung gerät in Panik. Sie freuen auf sie. Damit hätten sie früher rechnen sollen. Diese Würmer! Ziel zerstört, eure Lordschaft. Die Besatzung? Tot, eure Lordschaft. Sehr gut. Und was ist daran gut? Die Gefahr ist vorüber. Al? Wir sind in Sicherheit. Wir wissen nicht, wer sie geschickt hat oder was sie wollten. Und du redest hier irgendwas von Sicherheit. Vielleicht bekommen wir welche beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal? Bist du wahnsinnig, Gabriel? Sie haben hier ein Katapult aufgestellt, ohne dass deine Sensoren oder Zauber oder irgendeine Art von Warnung gegeben wurde. Diese Leute sind mächtig. Verdammt das mächtig. Sind wir auch. Das wird ein echt übles Ende nehmen, da bin ich mir sicher. Nur wenn wir uns zermürben lassen. Wir müssen zusammenhalten. Da stimme ich dir zu, also was jetzt? Lass uns zu den anderen gehen. Was macht außerdem diese Frau hier? Das ist die Frau, über die ich mit dir geredet habe. Die aus dem Zimmer, du weißt schon. Und du bringst sie hierher. In einer Lage wie dieser. Jemand will ihren Tod und ich lasse keine Unschuldigen sterben. Und ich hab dir schon gesagt, dass es mir scheißegal ist, was mit der Tante ist. Wir haben Wichtigeres zu tun. Schaff sie weg! Kannst du vergessen. Entweder bleibt sie hier oder wir gehen. Übertreib es nicht, Al. Du bist nicht unersetzlich. Mag sein. Aber ich weiß, dass du gerade auf keinen von uns verzichten kannst. Du leider recht. Dann nimm deine Trophäe und lass uns gehen. Warum nicht gleich so? Komm, Aaron. Wir gehen ins Innere der Festung. Vorbei an Wachen mit schweren Blastern und Vibroklingen. Von außen könnte man das Hauptquartier der Fährmänner für eine mittelalterliche Burg aus einem Fantasy-Roman halten, doch im Inneren herrscht Hightech. Alles, was das Überwachungsherz begehrt. Kameras, Drohnen, Bewegungssensoren, bei sowas lässt Gabriel sich nicht lumpen. Auf dem Weg zum Speisesaal hängen holographische Gemälde an den Wänden. Sie zeigen die berühmtesten der Fährmänner. Und bevor sie sich fragen, ja, es hängen auch einige Frauen hier. Doch man hat sich nie die Mühe gemacht, den Beruf umzubenennen. Gabriel stößt eine massive Tür auf und dort stehen sie. Die kläglichen Überreste der Fährmänner. Das war verdammt knapp eben. Ich hab's gerade noch in die Burg geschafft. Wäre schade um dich. Du bist zu hübsch, um schon vorwärts zu gehen. Hab ich mir auch gedacht. Fährmann der Woche wird man nicht alle Tage. Schön euch zu sehen. Hi Al, was macht die Kunst? Kann ich klagen, und selbst Zenon? Na, muss. Na, wie geht's? Also auch so, dass hier irgendwer wohl Jagd auf uns macht? Ganz gut. Schön, dass du es geschafft hast. Niemanden freut es mehr als mich. Glaube ich dir. Gabriel? Ja? Auf ein Wort. Kann das nicht warten? Klar, wenn du an der Auslöschung unseres Berufsstandes interessiert bist, gerne. Ist ja nicht so, als würde es hier um Leben oder Tod gehen oder sowas. Also... Nun gut. Dann lass uns ein paar Schritt gehen. Wir ließen also die anderen alleine und setzten uns in die hinterste Ecke des Raumes. In zwei wunderschöne, samtbeschlagene Sessel. In der Nähe des großen Kaminfeuers. Ich hatte vor ein paar Stunden eine Auseinandersetzung mit einer Frau. Sie hatte unglaubliche Kräfte, Gabriel.
ähnlich wie unsere. Möglicherweise gehört sie dazu oder ist sogar die Drahtzieherin des Ganzen, was hier passiert. Und das sagst du mir erst jetzt? Wann hätte ich es dir sagen sollen, hm? Während ich mich hierher durchschlage oder während wir angegriffen wurden? Schon gut, schon gut. Wie sah sie aus? Sie hatte einen grauen Mantel und sie war ziemlich schnell. Hatte graue Augen, blonde, mittellange Haare, etwas dünn. Das klingt wie... Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie sagt, ihr Name sei Victoria Moon. Victoria... Victoria... Oh nein, verdammt! Was? Ich kenne die Person. Und was will sie von uns? Das ist nicht so wichtig. Aber wenn sie unser Feind ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Ein großes Problem? Du meinst so ein Problem, wie dass sie Jagd auf uns macht? Dass sie Jess und die anderen getötet hat? Ich würde es ja alles nennen, aber nicht wichtig. Wer ist sie, Gabriel? Sie ist jemand aus meiner Vergangenheit. Jemand aus der Vergangenheit der Organisation. Und warum hasst sie uns dann so sehr? Erzähl ich später. Jetzt müssen wir erstmal mit den anderen reden. Also, warum ich euch alle zusammengerufen habe, ist... Dass uns irgendjemand einen nach dem anderen umbringt? Was gedenkst du dagegen zu tun? Wie können wir uns schützen? Genau meine Gedanken, Idrim. Also Gabriel? Wie ihr wisst, patrouillieren Wachen auf den Mauern. Schutzzauber und Geschütze sind im Einsatz. Genauso laufen 4 Golems durch die Burg, um zu überprüfen, dass nur wir hier sind. Und dennoch wurden wir angegriffen. Aber wir haben den Angriff zurückgeschlagen. Ja, das mag ja sein. Wir werden hier alle lebend rauskommen. Eine super tolle Formulierung. Wo ist eigentlich Jess? Jess hat es leider nicht geschafft. Mist! Ja. Eure Zimmer sind vorbereitet. Die meisten haben sich schon schlafen gelegt. Ihr wisst ja, wie ihr hinkommt. Klar, natürlich. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Ich hoffe, es wurde nichts bei mir umgeräumt. Wir verlassen also alle den Speisesaal, alle bis auf Gabriel. Dieser bleibt gedankenverloren am Feuer des Kamins stehen und stiert in die Flammen, gefangen mit seinen eigenen Dämonen. Ich versuche, den Gedanken daran wegzuwischen, als ich die Tür zu meinem Zimmer öffne und meinen Mantel ablege. Aaron geht sofort zum Bett und beginnt, sich unter die warme Decke zu kuscheln. Ich hingegen bleibe noch ein paar Minuten auf einem der alten Stühle sitzen und will nachdenken. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Doch sobald sich meine Muskeln etwas entspannt haben, knacke ich weg wie ein alter Sack und schlafe ein. Mist. Was ist los? Oh, scheiße. Okay. Bleib, wo du bist. Wenn hier jemand reinkommt, dann nimm das hier. Ich gehe zu meinem Schrank und gebe ihr einen langen Dolch. Aaron sieht mich ängstlich, aber entschlossen an. Sie wird sich zu verteidigen wissen. Dessen bin ich mir gewiss. Ich bin gleich wieder zurück, okay? Verstehst du? Mhm. Ein brennender Mann rennt an mir vorbei. Er hat einen Kampfanzug an. Niemand von uns. Ich verschließe die Tür hinter mir und mache mich auf den Weg zur Halle. Ich gehe gerade eine kleine Treppe hinunter, als eine elektrische Entladung den kompletten Komplex durchzuckt. Ist mir sowieso auf den Sack gegangen. Als ich bei der Treppe unten angekommen bin, sehe ich 4 weitere Typen. In denselben Uniformen wie der brennende Mann vorhin. Sie reißen ihre Waffen hoch, schreien mich an. Schüsse, ich versuche auszuweichen. Ziehe meinen Skalpell. Kugeln schlagen in kalten Stein. Meine Klinge taucht in warmes Fleisch. Nur noch 3. Ja, komm nur her. Ich mache euch alle fertig. In diesem Moment tauchen 3 weitere Schatten auf. Ich erkenne sie. Meine Brüder. Alles okay, Al?
Ja klar. Kann ich klagen. Was genau passiert hier gerade? Was ist hier los? Irgendjemand hat sich in einem Stollen zu uns durchgegraben. Dieser muss schon seit Monaten in Arbeit gewesen sein. Verdammt. Zu diesem Zeitpunkt müssen es um die 100 Mann sein. Das sind wirklich nicht wenige. Was du nicht sagst. Wir gehen also durch die Gänge der Burg, um den großen Festsaal zu erreichen. Auf dem Weg dahin schalten wir unzählige dieser Typen aus und sammeln dabei weitere unserer Brüder und Schwestern und koordinieren den Gegenangriff. Leider sehen wir auch immer wieder Fährmänner, bei denen die Typen mehr Glück hatten als bei uns. Avolina, ich mochte sie wirklich gern. Das wird mir einer dieser Schweine büßen. Das schwöre ich. Sie werden alle büßen. Ja, das werden sie. Die holen wir uns. Plötzlich hörten wir seltsame Geräusche. Doch sie kamen nicht direkt aus der Burg, sondern von unter uns. Oh nein. Sie sind im Sanktum. Sie... Was ist das? Doch Gabriel reagiert nicht. Weitere Versuche, ihn zum Reden zu bringen, scheitern. Unter der Führung von Gabriel gehen wir also nach unten. Der Mann ist nervös, aber da ist noch irgendetwas anderes. Hat er etwa Angst? Seine Augen irrlichtern wild umher, je tiefer wir gehen. Ich verliere die Orientierung in diesem Labyrinth aus Toren und Gängen. Und je länger unser Weg dauert, umso unwohler fühle ich mich. Umso mehr verschwimmt das Gefühl, diesen Ort zu kennen. Dann endlich stehen wir vor einem gigantischen Rundtor aus schwarzem Metall. Es wurde aufgebrochen. Was ist das? Das größte Geheimnis der Fährmänner. Und was soll das sein? Kommt weiter und ich verrate es euch. In diesem Moment tritt eine Frau aus den Schatten, gefolgt von 5 Soldaten. Es ist... Das sind sie ja. Gabriel und seine Spießgesellen. Ist lange her? Nicht lange genug, um ehrlich zu sein. Erzähl, was du getan hast. Uns angetan hast. Was meint sie damit, Gabriel? Ich werde dich... Ich hasse es, unterbrochen zu werden. Wenn du weiter ins Innere gehst, werde ich dich töten. Und wenn ich weiter rede, könnten dich deine Sklaven töten. Ich kann Schweiß auf Gabriels Stirn sehen. Ob nun aus Angst vor der Frau oder was aus ihrem Munde kommt, kann ich nicht einschätzen. Wenn auch nur einer dieser 3 Typen einen Finger rührt, und das sage ich mit dem größten Bedauern, blast ihnen ihre beschissenen Gehirne raus. Die Gesichtslosen nicken stumm. Nun, Gabriel, widmen wir uns deinem schmutzigen Geheimnis. Es ist nicht mein Geheimnis. Ich will es sehen. Ich will sie sehen. Die Halle der Qual. Mit diesen Worten geht Victoria durch das große Tor und die Typen hinter uns stoßen uns nach vorne. Ein langer Gang. Links und rechts gesäumt mit Räumen, Betten, medizinischen Apparaturen. An den Betten sind Hand- und Fußfesseln zu sehen. Manche von ihnen alt und strapaziert, andere neu. Kaltes Grauen packt mich. Fragend schaue ich zu Gabriel. Doch dieser erwidert meinen Blick nicht, will ihn nicht sehen. Xenon hingegen ist genauso schockiert wie ich. Was mag das hier sein, Al? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie das Labor eines verrückten Wissenschaftlers, wenn du mich fragst. Eher wie ein Schlachthaus. Ich glaube, manchmal ist das Gleiche. So habe ich mir den Tag nicht vorgestellt. Nenn mir einen, der das haben könnte. Harry. Harry würde sagen, dieser Tag ist besser als die meisten. Stimmt. Komischer Typ. Auf jeden Fall. Nach einer halben Stunde erreichen wir eine kreisrunde Halle. An den Wänden sind Zeichen mit blutroter Schrift gemalt. In der Mitte auf einer Empore steht ein rotbrauner Stuhl. Bei genauerer Betrachtung sehe ich, dass es sich um getrocknetes Blut handeln muss. Ich blicke zu Gabriel und dieser erwidert meinen mit tiefer Schuld. Gabriel!
Sag mir endlich, was das hier ist. Ich... Was ist das hier? Also... Rede endlich, Gabriel. Oder ich vergesse mich. Die Sklaven erheben sich, Gabriel. Sag es ihnen lieber. Sonst wirst du wohl den nächsten Morgen nicht erleben. Zerrissen von den eigenen Hunden. Was für eine Ironie. Ich rede schon, wenn ihr endlich mal ruhig seid. Ich bin gespannt. Die Fährmänner. Ja? Die Fährmänner sind an diesem Ort erschaffen worden. Wie bitte? Ja, Welpe. Sie haben Menschen wie dich hierher geholt. Sie unter Drogen gesetzt. Und dann getötet. Aber wenn das stimmt, warum leben wir da noch, hm? Weil wir jeden von euch danach wieder zurückgeholt haben. Aber das ist nicht richtig. Das ist verboten. Ja, da hast du recht. Aber sie brauchten ja die Dämonen, die euch eure Kräfte gaben. Der Pakt für die Macht der Fährmänner. Erst, wenn eure armen Seelen von einem dieser Biester fast in Besitz genommen wurde, verbinden wir euren Lebensfaden wieder und bringen euch zurück auf diese Welt. Doch gehirngewaschen wie kleine Kinder, die ihren Tod und ihre Vergangenheit einfach vergessen haben. Ist es nicht so, Gabriel? Ja, ist es. Aber es ist auch der Grund, warum du jetzt so bist, wie du bist. Und ich verfluche jeden einzelnen Tag seitdem. Dennoch bist du eine Mörderin. Das sind keine Morde. Das ist Gerechtigkeit. Du bist zum Kotzen, Victoria. Glaubst du, dass deine Taten Gerechtigkeit sind? Wie verblendet musst du sein? Diese Männer und Frauen waren höchstens Leidensgenossen. Mehr nicht. Sie waren Teil des Problems. Blind bist du. Blind und ignorant. Du warst vor 30 Jahren nicht dabei. Nicht dabei, als der Tod diese Welt verließ. Als eine Welle von Untoten über uns kam. Als Kinder nicht mehr ihre Eltern begruben, sondern von ihnen gefressen wurden. Ich war nicht dabei. Ich war damals noch gar nicht geboren, aber ich habe davon gehört. Menschen, die trotz schwerer Krankheit nicht starben. Ewige Krankheit. Seuche. Zombies wankten durch die Straßen. Ein Heer aus Geistern und Monstern mit den Gesichtern unserer Liebsten. Du magst es verdammen, was wir getan haben. Ja, doch es war nötig, um die Ordnung des Lebens zu bewahren. Um unsere Zivilisation zu bewahren. War es moralisch? Nein. Doch halt dein selbstgerechtes Maul und schau auf deine eigenen blutigen Fehler. Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, was er getan hat. Ich bin schließlich eines seiner Opfer. Aber der rationale Teil meines Verstandes versteht es. Auch wenn ich dabei kotzen könnte. Tch, ein Hund, das sein Herrchen verteidigt. Nein. Ein Mensch, der versteht, dass in Extremsituationen manche Dinge, so grausam sie auch sein mögen, getan werden müssen. Auch wenn sie einem nicht gefallen. Danke, Earl. Dafür nicht. Ich verachte dich, was du getan hast. Aber ich verstehe es. Gewaltiger Unterschied. Mehr als ich erwarten konnte. Und du? Victoria. Du und deine Männer sind gekommen, um Blut zu bekommen. Ihr sollt es haben. Versprich mir nur eins. Was? Lass Earl, Xenon und die restlichen Fährmänner leben. Wenn ich dafür deinen Leib durchbohren kann? Na gut. So sei es. Ihr habt es gehört, Männer. Keinem dieser Welpen wird ein Haar gekrümmt. Mit diesen Worten greift Moon in ihren Mantel und holt ein grün leuchtendes Skalpell heraus. Gabriel dagegen zieht seinen Feuerschwert. Natürlich tut er das. Der Typ heißt auch schon wieder verdammte Erzengel persönlich. Bringen wir es zum Ende. Komm her! Gut so gern. Yeah.
Du hast mich nie geliebt. Doch, habe ich. Du weißt gar nicht, wie sehr... Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, zu wem ich halten soll. Oder was wir danach machen sollen, wenn... einer der beiden gewinnt. Ich weiß ganz genau, was du meinst, Zenon. Du wirst müde. Ich sehe es in deinen Augen. Ja, dein Gequatsche ist wirklich ziemlich ermüdend. Die beiden kämpfen und schenken sich nichts. Finden, paraden. Ein Schwertkampfmeister hätte seine wahre Freude an diesem Schauspiel. Sind die beiden doch auch um einiges schneller als ein normaler Mensch. Dann passiert es. Gabriel ist für einen kurzen Moment unaufmerksam. Nun nutzt ihre Chance und... Das ist dein Ende, Gabriel! Eins noch. Was? Ja, würdest du, wenn ich nicht mehr bin, die Femme anführen? Also, Gabriel, ich weiß nicht, ich... Tu es. Für die Stadt. Für die Welt. Sieh es. Als letzten Wunsch eines sterbenden Menschen und Freunde sein. Ich glaube nicht, dass wir je... Du hattest deine Zeit zu reden. Jetzt ist Zeit zu sterben! Gabriel bekommt Moons grünglühendes Skalpell in den Hals gestoßen. Dieser reißt auf. Dann schießt Blut in unzähligen Rinnsälen heraus. Diese werden zu Fontänen. Seine Augen werden glasig, bekommen eine graue Färbung. Der Körper des Mannes sackt zur Seite weg. Tot. Freunde waren. Und auch wenn es mich in den Fingern juckt, euch dennoch umzubringen, werde ich mein Versprechen halten und euch gehen lassen. Kommt, Männer. Gehen wir. Die Männer treten den geordneten Rückzug an. Moon geht ein paar Schritte, dreht sich dann um und... Ich hoffe, du verrottest in der Hölle, Gabriel. Moon, noch eine Frage. Warum? Warum was? Warum hast du Aaron gefoltert? Oh, das willst du wissen, was? Nicht, woher ich komme oder was wir waren, bevor wir verschleppt wurden. Du willst wissen, was deine kleine Freundin so besonders gemacht hat. Ich will wissen, warum jemand leiden musste. Ich will wissen, warum du gefoltert hast. Ich plaudere ja eigentlich nicht aus dem Nähkästchen, doch ich will mal heute nicht so sein. Ätheris sind mächtig, ob tot oder lebendig. Sie sind nicht wie die Würmer, die sich Menschen nennen. Eine Frau wie sie in meinen Reihen zu haben, hätte mir unglaubliche Macht gegeben. Doch sie weigerte sich. Sie wollte nur ihre Reise zwischen Nor'el und Sa'el fortsetzen. Also entschied ich mir wenigstens ein paar Andenken von ihr zu holen. Wenn du verstehst, die Zunge einer Ätheri kann, zerrieben zu feinem Mehl, dazu genutzt werden, einen starken Wahrheitstrank zu brauen. Leider wurde ich kurz danach von... Ah! Was zum... Du Miststück, du! Ich hätte dich... vernichten sollen als... Eine Bestie springt auf den ausblutenden Körper von Moon, reißt an ihre Halsschlagader und beginnt daran zu saugen. Wer ist das? Aaron, was tust du da? Ich regeneriere. Wenn einem was nachwächst, sag ich dir. Aaron, du kannst reden. Du, ich verstehe das nicht. Merkt man ja kaum an, aber nun gut. Ich erleuchte dich. Ich meine euch.
Als Eteri bin ich um einiges widerstandsfähiger als ein gewöhnlicher Mensch. Im verletzten Zustand war ich leicht Beute. Danke, Al, dass du mich beschützt hast im Krankenhaus. Ich werde es dir nie vergessen. De facto lasse ich dich für deine guten Dienste leben. Bitte was? Du hast mich die ganze Zeit nur Ich merke schon, du bist mit der Situation ziemlich überfordert. Ich werde das mal dem Umstand zuschreiben, dass du gerade in einer Nacht deinen Anführer, mehrere Freunde und sogar den Sinn deines Lebens verloren hast. Keine Sorge, das killt die Besten. Stimmt's, Missy? Aber wie ist das möglich? Du weißt nicht viel über Eteri, oder? Du bist die Erste, die ich kennengelernt habe. Ich erkläre es dir ganz einfach. Wir können uns regenerieren, Al. Wir müssen nur ein Subjekt der Art töten, die uns geschadet haben, und sein Blut trinken. Dann regenerieren sich sogar ganze Arme und Beine. Ist aber dennoch nicht zu empfehlen. Das glaube ich dir. Und nun? Willst du uns auch töten? Nun lasse ich euch allein. Ich hatte meine Rache an dieser Dummen. Ach, ihr wisst schon. Und Gabriel, der eitle Gocke, ist auch hinüber. Ein erfolgreicher Tag, würdet ihr nicht sagen? Zur Feier des Tages lasse ich sogar deinen Freund hier leben. Auch wenn er sicher genug Gründe liefern würde. Wenn ich wollte. Leb wohl, Al. Wir sehen uns. Xenon und ich blicken Aaron hinterher. Sie hat dich benutzt? Die ganze Zeit? Ja, sieht wohl so aus. Miststück! Yep. Du bist jetzt der Anführer der Fairmänner hier? Scheinbar schon. Wir sind verloren, das weißt du, oder? Ja, das glaube ich auch. Und genau aus diesem Grund übernimmst du den Job. Wie bitte? Gabriel hat doch gesagt, dass... Schon klar, was der Typ gesagt hat, aber er war nicht mein Freund, denn im Grunde ein Arschloch. Wir brauchen jemand, der kein Blut an den Händen hat, jemand, der nicht so impulsiv ist wie ich und dazu noch ein Gewissen hat. Und du bist genau der Mann, nach dem wir suchen. Al? Ja? Als dein neuer Chef sage ich dir nur eins. Und das wäre? Halt einfach die Klappe, ja? Nichts lieber als das. Hey, Joe. Ich wollte fragen, wollen wir es doch nochmal versuchen? Sag's ja. Ich weiß nicht. Na gut.
Noch eins noch. Fesseln sind okay. Aber der Bauschaum ist tabu. Verstanden? Tell me I'm sleeping. Tell me I'm sleeping. Pinch me to kill. Pinch me to kill. Till I can sleeping till they have sleep.